BSC TV, der Fußballtalk aus dem Audi Autohaus Dresdner Straße, wird präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile. Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Braumeister Michael heißt Sie wieder ganz herzlich willkommen. Heute zu Gast bei F3 Steve Lieske, der Trainer des BSC Freiberg, der ersten Männermannschaft. Glück auf. Hallo. Ja, bevor wir natürlich über die Rückrunde reden, müssen wir das sagen, was bisher gelaufen ist. Wir haben ja kurz vor Weihnachten Bilanz gezogen. Dann gab es die Vorbereitung und die Vorbereitung begann mit etlichen Hallenturnieren. Und ich denke mal, das war für euch unheimlich erfolgreich. Ja, also in der Halle haben wir dieses Jahr wieder eine sehr, sehr gute Saison an den Tag gelegt. Die Turniere, die wir gespielt haben, bis auf eines haben wir alle gewonnen. Bei dem einen sind wir Dritter geworden, im Halbfinale unglücklich ausgeschieden. Ja, aber ansonsten kann man sagen, dass wir dort eine sehr, sehr gute Hallenrunde gespielt haben. Und die Jungs haben richtig, richtig Spaß an der ganzen Geschichte gehabt. Deswegen haben wir das auch forciert und haben dieses Jahr nicht nur ein oder zwei oder drei Turniere gespielt, sondern ich glaube insgesamt am Ende waren es 6 Stück. Also ich denke auch, das war erfolgreich und nicht nur 4 Siege, Turniersiege, sondern auch mehrmals den besten Spieler des Turniers gestellt oder Torschützenkönig. Also ich denke mal, dort hat sich die Mannschaft recht ordentlich präsentiert. Das auf jeden Fall. Und man hat ja wirklich, das spiegelt das am Ende ja auch wieder. Ne? Nicht nur die Platzierung der ganzen Geschichte, sondern auch, dass ich der ein oder andere Spieler dort im Vordergrund spielen konnte. Das geht nur mit Spaß, Lust und Laune an der ganzen Geschichte. Also ich glaube auch, dass dort, was ich gesehen habe, da hat man den Spaßfaktor gesehen. Das hat richtig Spaß gemacht, das Intertor zu gewinnen. Und das jetzt zum zweiten Mal und doch gegen ordentliche Prominenz. Also man kann sich also mit Mannschaften, die oben drüber sind, doch schon messen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich sage mal, das macht ja auch den Reiz der ganzen Geschichte aus. Gerade irgendwo bei Turnieren dabei zu sein, wo nicht nur die gleiche Liga zu Gast ist, sondern wo es auch mal ein Stück höher geht. Und gerade beim Indoreo Cup hat man dann gesehen, dass das nicht am Ende nicht entscheidend ist, sondern vielmehr, wie man dann auch auftritt als Truppe. Und dort hat man dann schon gesehen, dass wir ja das ein oder andere Turnier schon so in dieser Besetzung spielen. Klasse. Ja, dann ist auch die Halbserie immer dazu da, neue Spieler zu verpflichten. Wer ist gekommen? Ja, das hält sich alles ein bisschen im Rahmen in diesem Jahr, würde ich sagen. Nicht das Optimum, was man sich vielleicht als Trainer wünscht, aber man muss natürlich auch die Möglichkeiten dazu haben. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ja, wir konnten einen Franz Schmidt aus der zweiten Mannschaft mit akquirieren, der schon in der Rückrunde am Ende schon mit dabei war, mit trainiert hat und mit gespielt hat. Leider jetzt eine Verletzung hatte und eine Operation sich unterziehen musste am Knie, aber nur einen kleinen Eingriff. Also ich hoffe, dass er dann irgendwann auch wieder zur Mannschaft dabei stößt. Ist, jawohl. Dann haben wir einen Dennis Göktemann, einen Studenten, dazu gewonnen, der ja, auf einmal da war, sich präsentiert hat, mittrainiert hat, einen relativ guten Eindruck hinterlassen hat. Und das Ganze wollen wir uns anschauen. Auch in der Vorbereitung hat er einen guten Eindruck gemacht. Natürlich braucht er seine Zeit, aber er wird definitiv mitlaufen. Und ja, dann haben wir einen alten Neuen wieder da, sozusagen, ja? Ja, ich sag mal, am Anfang hatten wir unser Torwartproblem, dann hatten wir auf einmal wieder eine ganze Ecke voll. Jetzt am Ende oder im Winter hatten sich dann noch Steve Kospop, der eigentlich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat, ebenfalls nochmal an der Schulter verletzt. Und mit dem Sören sind so noch eine Langzeitverletzung gehabt, die eben beide jetzt irgendwo im Aufbau sind. Und dann kam die Möglichkeit, ja, einen Martin Heidel zurückzuholen und ja, die haben wir natürlich ergriffen, ganz klar. Martin hat selber auch noch ein paar Probleme nach einer langen, langen Verletzung oder einer langen Verletzungspause. Natürlich auch noch einen gewissen Rückstand, aber man sieht es schon, er kämpft sich von Einheit zu Einheit an. Und wir wissen ja, auch die Mannschaft weiß, was er an ihm hat. Er war ja Kapitän. Und nicht nur Kapitän, dass er die Binde getragen hat, sondern auch wirklich Führungsspieler. Ja, definitiv. Sagen wir, war ein wichtiger Bestandteil der abgelaufenen Spielzeit und sicherlich jemand, der ein großer Rückhalt war und seine Art und Weise natürlich auch seine Präsenz und seine Erfahrung tut natürlich der gesamten Mannschaft sicherlich gut. Ja, nun haben wir Vorbereitungsspiele gehabt. Das lief recht unterschiedlich. Kannst du was kurz dazu sagen? Ein paar sind gewonnen, in Unentschieden und kurz vor Toreschluss jetzt nochmal
habt ihr Schwung geholt, in der die anderen habt gewinnen lassen, oder wie siehst du das? Ja, also ich sag mal, die Vorbereitung lief dieses Jahr ganz gut, würde ich sagen, aufgrund der Tatsache, dass wenig Schnee lag. Also ich glaube, wir haben bloß ein oder zwei Einheiten auf Schnee trainieren müssen. Ja. Ansonsten hatten wir zum Glück einen grünen Platz. Die Vorbereitungsspiele, ja, Licht und Schatten, würde ich sagen, aber das ist nur jedes Jahr so, beziehungsweise geht es jeder Mannschaft genauso. Wir haben gut angefangen gegen Marienberg, gegen einen sehr robusten Bezirksligisten. Nach nur einer Trainingseinheit haben wir dort ein 2-2 geholt und dann die Woche drauf ja, knapp beim Landesligisten Radebeul verloren. Und dann haben wir eine ganz ordentliche Siegesserie gestartet mit den Siegen gegen Hohenstein, auch ein Landesligist. Dort haben wir meiner Meinung nach unser bestes Vorbereitungsspiel gezeigt, auch taktisch sehr, sehr gut gestanden und ja, hochverdient, auch 4 Tore gemacht dort. Das hat man, war für mich auch wichtig, dass die Mannschaft ganz einfach dort auch nochmal gezeigt hat, wie es ist, wenn man an die Grenze geht, beziehungsweise auch die Dinge umsetzt, die uns eigentlich stark machen. Ja. Dann haben wir 2 Kreisoberligisten gehabt, wo wir ja, einmal 8 und einmal 9 Tore gemacht haben. Sicherlich die sportliche Gegenwehr war nicht so groß, beziehungsweise hat man da ein Stück mehr erhofft. Aber da hat man mal eine andere Möglichkeit gehabt, einfach mal das eine oder andere nach vorne zu machen. Und das haben die Jungs ebenfalls ordentlich umgesetzt. Gut, dann sagen wir dann, kam ein Spiel unter der Woche in Limbach auf einem sehr, sehr kleinen Platz, der sicherlich schwierig zu bespielen war. Aber auch in der Saison haben wir noch mal 1-2 Spieler, die einen ähnlichen Platz haben. Deswegen war es ganz wichtig, auch noch mal so einen Gegner zu haben. Das haben wir dann am Ende trotzdem mit dem Sieg ganz, ganz ordentlich gelöst, auch wenn wir dort viele spielerische Elemente vermissen lassen haben. Ja, und dann kamen die letzten beiden Spiele, 2 Niederlagen, einmal im Freitagabendspiel gegen Groß-Waltersdorf. Da haben wir das ein oder andere probiert, haben wir auch 5-6 Spieler gerade in der ersten Halbzeit draußen gelassen, die ich sonst schon in der Startformation sehe. Die konnten es zur zweiten Halbzeit auch nicht mehr drehen, aber das Ergebnis spielt nicht die Rolle, sondern das, was ich dort mir als Erkenntnis schon mitgezogen habe, war genau nochmal so wichtig, dass es trotzdem eben auch nicht im Vorbeigehen geht, das ist ganz normal. Ja, und dann der eigentliche Abschlusstest gegen Dresden-Laubegast, der ist ja nicht zum Abschlusstest da wurde es nicht zum Abschlusstest, da wir dort nur mit 11 oder 12 Spielern hingefahren sind. Da hatten sogar noch 1-2 Leute Blessuren. Am Ende gab es eine 3-1 Niederlage, aber selbst da konnte man sicherlich das ein oder andere noch mit rausziehen. Okay, du könntest mir ganz leger sagen, das ist alles Schnee von gestern. Vorbereitung zählt nicht, nur intern für dich wichtig, wo du gesehen hast, wer hat sich angeboten, wie sieht die Stammformation aus. Jetzt geht's los. Und es kommen jetzt 2, so kann ich das einfach mal sagen, 2 richtige Kracher, nämlich 2 Derbys. Ja, also ich sag's mal so, es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Die Pause war länger als sonst. Also auch selbst wir haben mal 2 Wochen länger Pause gemacht als sonst. Also ich glaube, wir hatten schon fast 5 oder 6 Wochen keinen Ball am Fuß. Und der eine oder andere, der brannte schon darauf, dass es wieder losging. Und wie du schon gesagt hast, die Spiele sind seit Sonntag Schall und Rauch. Jetzt geht es um Punkte und dort erwartet uns sicherlich auch eine andere Gegenwehr, vor allem kämpferisch und von der Zweikampfhärte eine andere Gegenwehr. Aber auch die Jungs sind scharren mit der Hufe und wollen endlich ja, nicht mehr nur in den Freundschaftstest gehen, sondern dass es wirklich auch am Ende um was Zählbares geht. Bringen wir es auf den Punkt. Am 8. März gegen Mittweida. Und da sitzt der Stachel noch tief. Ohne dass ich in die Wunde hineinstechen möchte, aber ich glaube, dort musst du niemanden motivieren, oder? Nein, also ich sag mal, wenn man als Trainer in diesem Spiel noch mehr sagen muss, als was man vielleicht an taktische Marschroute oder an die ein oder andere Feinheit gehen muss, dann denke ich mal, ja, dann sind wir alle fehl am Platz. Wer das Spiel noch in der Erinnerung hat, ich denke, die Mannschaft hat es definitiv in der Erinnerung. Wir haben jetzt auch das ein oder andere Mal schon drüber gesprochen, der weiß, um was es in diesem Spiel geht. Wir haben leichtfertig 3 Punkte liegen lassen am 2. Spieltag der Hinrunde. Mussten schon eigentlich zur Halbzeit das Spiel im Sack haben und haben am Ende quasi mit dem Schlusspfiff das 0-1 kassiert. Und dieses Spiel, wie du es auch gesagt hast, ob der Starre noch tief sitzt, ist die eine Geschichte, aber das ist nie irgendwo verflogen, die ganze Sache. Und jetzt sind wir als Mannschaft in der Pflicht, das auszumerzen und dort 3 Punkte zu holen. Ja, das Wichtigste für die Fans ist, 12.15 Uhr Abfahrt mit dem Bus, mit dem Mannschaftsbus kann kostenfrei mitgefahren werden. Das ist ganz, ganz wichtig. 12.15 Uhr ab Platz der Einheit. Genau. Und für die Fans, die dann auch darauf warten, die Woche drauf in Freiberg gegen Frankenberg das Derby dort zu sehen. Der Hinweis, wer am 15. gegen Frankenberg seine Eintrittskarte von Mittweida vorzeigen kann, zahlt nur die Hälfte.
denke mal, das ist eine gute Geste, um ordentlich Fans dabei zu haben, gehe ich mit weiter. Denn machen wir uns nichts vor, mit weiter steht gut da und die haben sich gefangen und ohne Gegenwehr werden dort 3 Punkte nicht zu holen sein. Nein, definitiv. Die Ergebnisse in ihrer Vorbereitung hat sie auch gezeigt, dass sie da sind, dass sie fit sind, dass sie vor allem auch präsent sind. Haben wir einen Abschlusstest gegen Handwerk Rabenstein auch deutlich gewonnen. Und sagen wir, auf dem relativ kleinen Kunstrasen, wo auch die Zuschauer sehr, sehr nah dabei sind. Also das wird, denke ich mal, eine ordentliche Kulisse. Und dort werden wir auf jeden Fall kühlen Kopf bewahren müssen und vor allen Dingen all das in die Waagschale legen, was uns stark macht. Und dann bin ich mir sicher, dass wir dort 3 Punkte holen und alles andere steht definitiv für mich auch nicht zur Debatte. Und wie gesagt, gegen Frankenberg, das ist dann die andere Sache, aber wir wollen ja, auch wenn es abgedroschen klingt, von Spiel zu Spiel gucken, deswegen beschäftigen wir uns erstmal mit dem Gegner am Samstag und dann können wir den Ausblick auch intern in der Mannschaft auf das nächste Spiel legen. Ja, ich denke auch, erstmal das, was jetzt direkt vor der Brust ist und das ist nun mal mit weiter, da wünsche ich euch alles Gute und wie gesagt, am 15. dann Frankenberg. Wir wissen, Frankenberg ist ein ganz anderes Kaliber, hat unheimliche Probleme. Man sieht es an der Tabellensituation. Aber ich denke, du wirst dafür sorgen, dass da gar keiner erst auf den Gedanken kommt, irgendwie das auf die leichte Schulter zu nehmen. Nein, also ich denke mal, die Mannschaft selber ist bei solchen Spielen natürlich genauso motiviert wie wir als Funktionäre, ganz klar. Also am Ende ist es noch die Mannschaft aus meiner Heimatstadt. Das ist sicherlich auch mal, nicht irgendwas Besonderes, aber schon irgendwo nochmal ein Zacken, wo man natürlich ungern irgendwo Punkte liegen lassen will. In der Halle hat das eine oder andere die Emotionen schon mal hochgekocht gegen den Gegner und ich denke, auch gegen so eine Mannschaft brauchen wir da als Trainer nicht viel sagen. Wir haben sie selber jetzt nochmal am Wochenende beobachtet, wo sie gegen Langhennersdorf deutlich gewonnen haben. Dort haben sie spielerisch eine ganz, ganz ordentliche Leistung abgerufen. Aber wir wollen uns gar nicht so sehr mit den Gegnern beschäftigen, sondern wir müssen auf uns schauen. Wir müssen unsere Leistung, unsere Prozente abrufen. Wenn wir das tun, dann können wir definitiv jeden Gegner in dieser Liga schlagen. Ja, bringen wir es nochmal ganz kurz auf den Punkt. Ihr seid Tabellenzweiter. Habt 6 Punkte Rückstand auf Pirna Kopitz und das Torverhältnis, was vielleicht ein zusätzlicher Punkt sein kann. Aber es sind noch 12 Spiele. 36 Punkte werden vergeben. Man kann 36 holen. Die hat Pirna Kopitz ja noch zu Hause. Und wie ernst Pirna Kopitz das nimmt, hat man gesehen. Die haben den Torwart Keller verpflichtet. Ein Ex-Dynamo, ein Ex-Auer-Torwart. Also die wollen das dieses Jahr richtig ernst wissen, oder? Ja, ich denke, es wäre auch an ihrer Stelle fatal, wenn sie das nicht machen würden. Ich denke, nicht nur wir, auch wenn wir vielleicht am nächsten dran sind, aber der ein oder andere Gegner, der ist direkt hinter uns mit Großenhain, die haben auch nur 3 Punkte weniger als wir. Also in der Situation ist das, denke ich mal, schon plausibel, dass sie dort nochmal nachgelegt haben und das definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen wollen. Ich denke, wer 2 Jahre lang Vizemeister wird, der will sich das im dritten Jahr nicht nochmal nachsagen lassen. Aber entschieden wird es auf dem Platz? Das auf jeden Fall. Also ich sage mal, es ist noch nicht alle Tage Abend, ganz klar. Aber wir haben uns intern als Mannschaft auch zusammengesetzt und wir reden gar nicht über den Platz 1 oder den Platz 2 oder 3 oder was auch immer, sondern wir wollen wirklich von Spiel zu Spiel jetzt denken. Wir wollen wirklich permanent an unsere Grenze gehen und ja, dann kommt das die tabellarische Situation von ganz alleine irgendwann. Aber wichtig ist wirklich, dass wir Punkt für Punkt sammeln und da haben wir mit den, sagen wir mal, 4 Niederlagen in der Hinrunde definitiv bei 2 Spielen leichtfertig Punkte verschenkt. Ja. Gutes Schlusswort. Ich wünsche euch alles Gute. Jetzt erstmal für den kommenden Spieltag gegen Mittweida. Und wir sehen uns am 17. sehen wir uns wieder. Und dann planen wir die nächsten Spiele. Danke und ein herzliches Glück auf. Glück auf. Steve. BSC TV aus dem Audi Autohaus wurde präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile.